Hallo, mein Name ist Christian Eschemeyer. Ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg hauptsächlich, aber kannst auch Sitzungen bei mir buchen oder E-Mail-Sessions von überall. Genau, Thema ist heute Verlustangst. Ich habe hier zwei Mails. Wenn du auch solche Mails schicken willst, geht das über ein Formular auf liebeschick.de. Da findest du auch meine Kurse rund um Bindungsangst. Endlich mal ein anderes Bindungsschema lernen, Liebeskummer, Selbstliebe-Challenge geht im Juli los und so weiter. Ja, ich glaube, wir haben einmal einen Mann und eine Frau, genau. Ich fange mal an mit Primotschko Nava und sie schreibt: Hallo Christian, erstmal bedanke ich mich recht herzlich bei dir für all deine Videos. Bitte, ist mein Job und meine Mission scheinbar. Vielleicht startest du mal so eine Art Bootcamp der Liebessüchtigen, hehe. Soll ich dir was sagen? Das gibt es schon. Meldet euch an. Ein Wochenende im November, glaube ich, in Hamburg. Und sehr wahrscheinlich werde ich auch nochmal Termine machen in Köln und da am Staffelsee wahrscheinlich auch. Da in der Nähe von München. Und genau. Also guckt auf meine Seite und oder tragt euch in den Newsletter ein und so weiter. Ansonsten, genau, ich hoffe, ich schniefe heute nicht so sehr rum. Ich habe echt der scheiß Sommer, ey, mit seinen Pollen. nee, ist 6 Wochen Sonne in Hamburg. Es ist weiß ich nicht. Es ist echt außerirdisches Wetter hier. Ich habe sowas noch nie erlebt in Hamburg. Aber entsprechend fliegen auch viel Pollen hier rum. So, also, ich habe eine konkrete Frage zum Thema Sex und Bindungssucht, Bindungsangst. Ich habe in meiner aktuellen Partnerschaft einen sehr hohen Drang nach Sex, bekomme diesen nicht, beziehungsweise nicht in der Form, in der ich möchte, bin traurig und fühle mich leer. Vor allem fühle ich mich abgewiesen. Ja, wahrscheinlich bist du auch abgewiesen, ne? Und ich sage mal so, wenn eine Sache so ein Mangelgut wird, dann wird man ja obsessiv beschäftigt davon. Ne? Also es ist eigentlich so, wenn man immer wieder abgewiesen wird und so aufgrund von Bindungsangst halt auf der anderen Seite oder mangelndem Interesse oder ich weiß nicht was, keinen Sex bekommt, dann ist man wie Sex, 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 Sex. Und wenn man bei einer Beziehung ist, wo es viel Sex gibt, ja, hat man gar nicht so das Gefühl, man braucht das jetzt jeden Tag oder ich vermute mal, dass es bei den ganz vielen Pluspolen so, dass du das Gefühl hast, in Sex fühle ich mich geliebt und gewollt und ja, und weil du das eh nicht bekommst, suchst du es unter anderem da, das wäre so ganz typisch, also ist auch in meinem Liebeschip-Kurs, Umprogrammierung des Liebeschips, gibt es ja auch diese Merkmale, ne, von Pluspol, Minuspol. Es gibt natürlich auch Minuspole, die einen hohen Sex-Drive haben. Wie kann ich unterscheiden, ob ich einfach nur einen hohen Drang nach Sex habe oder ob es sich um ein Symptom einer Liebessucht handelt? Ja, wie war das in anderen Beziehungen? Und ganz allgemein ist eigentlich immer so, wenn man das Gefühl hat, es ist ja immer das gleiche Thema, es geht ja darum, dass wir alle, glaube ich, autonomer werden, nicht mehr die Bestätigung aus uns selbst finden, nicht mehr über einen Partner suchen und insofern würde ich mal sagen, wenn du jetzt einfach nur einen hohen Sex-Drive hast und der halt mal frustriert wird und du sozusagen ansonsten völlig ausgeglichene, bewusste Psyche hast, sollte das eigentlich nicht viel ausmachen, ne? Was beschäftigst du mit dir selber oder keine Ahnung. Aber wenn das ein Riesenthema ist und du dich so schlecht fühlst damit, dann ist es schon ein Zeichen einmal, dass du nicht bekommst in der Beziehung, was du dir wünschst wahrscheinlich, aber auch, ja, dass du eben diese Bestätigung im Außen suchst und du sie da einfach nicht bekommst. Entschuldigung. So, wo ziehe ich mal die Grenze? Wie spreche ich sexuelle Wünsche an in einer Partnerschaft, ohne den anderen unter Druck zu setzen? Also wenn du das, also wenn der andere Druck fühlt, das ist ja sein Problem, ne? Also es ist immer diese Sache mit Standards und Dealbreakern, ne? Ich sag dann immer, also kannst sagen, ey, also die Sache ist, ob du einen Standard draus machst, ob du sagst, ich möchte gerne in einer Beziehung sein, wo es genügend Sex gibt und dann, wenn das nicht passiert, gehst du einfach, ohne viel Auflesens.
Weil du einfach sagst, hey, du bist ein netter Typ, aber habe ich keinen Bock drauf. Oder ob du das von deinem Partner ganz speziell erwartest, du musst jetzt hier. Ach Gott, das ist echt. Sind da Tagen sind hier nur Bauarbeit, ne, und Garten, aber gut. Also ich muss jetzt von dieser Person genau das und das haben. Also ich muss von einem Elefanten dreifachen Rittberger haben und das genau von diesem Elefanten erwartest, dann wird es zu Druck und ist dann eben nicht mehr ein Standard, sondern hast du wirklich jemand anders. Ja, aber wenn jemand anders Druck empfindet, nur weil du deine Wünsche äußerst, das ist sein Problem, ne? Ich komme aus einer Familie mit einer suchtkranken Mutter, das ist immer so die typische Biografie, ne, für alle Arten von Liebessucht und was weiß ich. Und habe auch in meiner Kindheit traumatische Erlebnisse gehabt. Gut, ja. Gut, und dann haben wir noch eine Nachricht von Iritschkola, ist doch zwei Frauen. Ja, hallo Christian, ich duze dich jetzt einfach mal. Ja, es hat sich so eingebürgert und hoffe, das ist okay. Hier meine Frage: Video-D, wie gehe ich mit meiner Verlustangst im Kontakt mit meinem Partner um? Scheiß drauf, sieh es als dein Problem. Nimm Beziehungen nicht so wichtig. Mach dein Leben sexy und geil, kann ich immer wieder sagen. Mach da nicht so ein Ding daraus irgendwie, ne? Das ist, also, das ist dein Partner, ist nicht dafür zuständig, dass du dich ganz und heil fühlst. Und wenn du mit einem Partner zusammen bist, was glaube ich den meisten hier geht, die diese Fragen stellen, der deine Verlustangst ewig triggert, dann ist es der falsche Partner, ne? So. So, bisher versuche ich es immer zu vermeiden, es deutlich werden zu lassen, dass ich Angst habe, zum Beispiel, wenn er sich mit Arbeitskolleginnen trifft oder Yoga macht. Also ich sag mal so, wenn das natürlich dein Partner, wenn er sich ständig mit weiblichen Frauen trifft und das ein bisschen unklar ist, was für eine Natur das so hat und du vielleicht zu Recht irritiert bist, das ist natürlich eine andere Sache, aber dann ist es eigentlich keine Verlustangst, sondern dass er deine Standards wieder nicht trifft, ne? So. Und wenn er natürlich einfach nur, ich meine, warum macht. Ach, ein Mann macht Yoga. Ach, das stimmt. Ja, okay, machen Männer. Oh Gott, es wird ja immer schlimmer, ja. Ja, okay, Männer können natürlich auch Yoga machen, aber wenn du das Gefühl hast, er macht echt nur Yoga, um da im Sportkurs zu sein mit vielen Frauen und so, ja, dann ist es. Aber sollte es so ein Thema sein von, trifft er deine Standards, ne? Aber sollte es, Verlustangst ist immer eine Sache, wo man Signal hat, man sollte an sich arbeiten, weil es ein besserer Gedanke wäre, wenn er es nicht ist, dann kommt die nächste geile Sau um die Ecke und es wird noch coolere Beziehung, das wäre eine viel bessere Sichtweise. Aber das Problem ist in diesen toxischen, wenn es eine toxische Beziehung ist, weiß ich nicht, aber in vielen Beziehungen ist, dass man irgendwie so angetriggert wird, dass man, egal wie bindungssicher man ist und wie geerdet, dass einer es ständig raushaut, ne? Weil der aber immer mit dem Schmerzkörper von anderen, von dem anderen zu tun bekommt. Und da muss man einfach sagen, also ich kann nicht in einer Beziehung heilen, wo ich ständig mit dem Vorschlaghammer einen vorbekomme. Ne? Also so würde ich das mal sehen. Mal habe ich diese Sorgen auch gar nicht. Zum Beispiel, wenn wir eine schöne Zeit zusammen hatten, soll ich meine Ängste ansprechen oder erstmal an meiner Selbstfürsorge und Selbstliebe arbeiten? Also an Selbstfürsorge und Selbstliebe arbeiten ist immer gut. Und also man geh nicht so defensiv daran, wenn du das Gefühl hast, es sind einfach deine Ängste, dann würde ich einfach sagen, hey, ich glaube, du machst alles richtig, aber ich wollte einfach nur sagen, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe hier Ängste. Und dann kann er sagen, hey, alles gut, Süße. Wenn du aber das Gefühl hast, dein Bauchgefühl sagst, ey, läuft irgendwas schief, dann musst du dich auch nicht so klein machen. Dann kannst du auch sagen, ey, sag mal, also ich merke, dass ich ständig das Gefühl habe, ihr ist, die Beziehung ist nicht sicher, was ist hier los? Ab wann ist es Klammer und wohin kann ich jetzt meine persönliche Grenze nennen, beziehungsweise meine Standards zu einer Beziehung? Ja, habe ich glaube ich schon jetzt gesagt. Und Klammern ist immer Mist. Also ist immer entweder es passt oder es passt nicht. Das kann ich nur immer wieder sagen, dass es Trennungskompetenz braucht. Man sollte nie jemand klammern, weil dann will er einen noch weniger haben und sollte nie jemand hinterherlaufen, sondern einfach seine Standards setzen. Ne? So, Kurs hast du gebucht, schreibst du, super. Macht die Arbeit, guckt nicht nur die Videos. Psychotherapie ist in der Probatorik-Schwitze, kann man gut kombinieren.
So, auch wenn du das nicht beantworten kannst, bist du ein klasse Coach. Deine authentische Art ist super sympathisch. Ja, gerne. Und ich konnte sogar beantworten. Geil. Ja, gut. In diesem Sinne, hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und wir werden uns bald wiedersehen.